Unsere Heimat liegt im Herzen Niederbayerns. Der Landkreis Rottal-Inn ist seit jeher geprägt von der äußerst facettenreichen Landwirtschaft, die hier seit Jahrhunderten für Wohlstand sorgt. Die Landwirtschaft im Landkreis hat eine große Bedeutung. Jeder sechste Arbeitsplatz circa hängt von der Landwirtschaft ab oder ist mit der Landwirtschaft verbunden. Die Landwirtschaft bietet aber auch ein großes Spektrum an Produktionsmöglichkeiten. Wir haben neben Gemüsebau, Ackerbau, aber auch alle Veredelungsaktivitäten in der Landwirtschaft. Wir haben Geflügel, Rind, Schwein, aber auch die Energiewirtschaft. Das neue Standbein der Landwirtschaft spielt im Landkreis eine große Rolle. Wir haben auch da Windanlagen und auch Biogas spielt speziell im Landkreis Rottal-Inn eine große Rolle. Wir haben ca. 100 Biogasanlagen im Landkreis. Etwa 3060 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in unserem Heimatlandkreis. Die Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften dabei im Durchschnitt eine Fläche von rund 25 Hektar. Mehr als die Hälfte der Betriebe wird im Nebenerwerb geführt. Unser Heimatlandkreis erstreckt sich über drei Flusstäler, dem Inn, Rott und Kolbachtal. Hier liegt vom Hügelland umgeben das Wasserschloss Mariakirchen aus dem Jahr 1550. Die grünen Wiesen in unserer Heimat verraten es, im Landkreis Rottal-Inn gibt es viel Milchviehhaltung. Doch es ist auch Platz für regionale Besonderheiten, wie etwa die Schafzucht auf dem Gutshof Riederer von Paar in Polting. Dank eines eigenen Schlachthauses können hier frische Lamm- und Wilderzeugnisse aus der Region erworben werden. Wenige Kilometer weiter liegt der Rottauensee. Ein einzigartiges Pilotprojekt, in das vor allem Landwirte eingebunden sind, soll das zunehmende Verlanden des Sees verhindern. Ja, wir haben da verschiedene Ansätze jetzt einmal. Zum einen mal beim Mais die Mulchsaat. Da haben wir das Projekt 100 Hektar beispielhaft die Mulchsaat letztes Jahr aufgelegt, wo wir eben da Versuche machen. Und eben auch der zweite Ansatz, eben jetzt halt unser neues Projekt heuer, Bund Stadt Mono, ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den Jägern, mit den Imkern, mit dem Bund Naturschutz zusammen. Da wollen wir praktisch erstens einmal die Landschaft ein bisschen auflockern. Und zweitens bleibt da diese Mischung 5 Jahre auf der Fläche stehen. Das heißt, es wird kein Boden umgegraben. Es kann der Regen die Erde nicht mehr auswaschen. Weiter flussabwärts liegt die Kreisstadt Pfarrkirchen mit der Wallfahrtskirche Gartelberg. Die Bronzestatue Wimmeros auf dem Stadtplatz zeigt die bekannte Pferderasse Rottaler. Traditionsbewusst sind die Menschen in unserer Heimat, aber auch bereit für eine erfolgreiche Zukunft, wie die neue Trendsportart Bauerngolf auf dem Biohof in Aist zeigt. Auch für das Thema Bioenergie ist unsere Heimat bestens gerüstet. Das zeigt zum Beispiel die Ölmühle Meira in Ganghofen. Hier wird Rapsöl gepresst, um damit Motoren anzutreiben. Wer jedoch wissen will, wie die Landwirtschaft noch vor Generationen in unserer Heimat betrieben wurde, kann im Landsmuseum Mitterrohrbach beim Landsleo auf eine Zeitreise gehen. Auch ein Besuch im Bauernhofmuseum in Massing lohnt sich sehr. Hier wurden jahrhundertealte Bauernhöfe wieder aufgebaut. Fast 500 Jahre alt ist die Wallfahrtskirche in Schilthorn. Ihr Kirchturm gilt mit 78 Metern Höhe als der höchste Dorfkirchturm Bayerns. Nicht nur von hier, auch vom Schellenberg bei Simbach am Inn hat man dann einen grandiosen Blick, vor allem auf das Europareservat Unterer Inn. Der Landkreis Rottal-Inn ist nicht nur reich an wunderschönen Landschaften und geschichtlichen Wahrzeichen, er ist vor allem auch ein Paradebeispiel für die abwechslungsreiche, moderne, aber auch nachhaltige Landwirtschaft in unserer Heimat.